So, Hallöchen, hallo nochmal. Ich musste leider Kapitel 4 nochmal drehen, weil mir das mittendrin abgestürzt ist. Wir müssen jetzt Kapitel 4 nochmal machen. Und was jetzt nicht so weiter tragisch ist, dann ist es halt so. Ja, das heißt, ich muss jetzt gucken, dass ich nochmal alles erzähle, was ich da vorhin schon erzählt habe. Und ich glaube, das weiß, habe ich sowieso schon wieder vergessen. Wir haben jetzt alles für das Kanu besorgt, aber wir müssen jetzt erst einmal zurück ins Haus, weil wir dort erstmal den Dachboden untersuchen müssen. Aber vorher braucht Mimi dringend einen Tee, bei der ganzen Aufregung, ist ja klar. Und wir hatten auch eigentlich schon ein Tape gehört, das machen wir aber, wie gesagt, alles nochmal von vorne. So. Übrigens finde ich das auch toll, dass es dieses Geräusch fürs Handy mitgibt. Falls es jemandem aufgefallen ist. So, wir haben jetzt das, das, das. Dann gehen wir mal Tee machen. Ja, natürlich. Macht sich die Mama Sorgen? Gut, dann haben wir hier noch mal ein Briefchen. So. Wie gesagt, die kann man sich nachher noch mal in Ruhe durchlesen. Erst einmal Wasser brauchen wir. Dann Deckel auf. Wasser rein. Deckel wieder zu. Wasserkocher anmachen. So. Hier ist es ziemlich egal, welchen Becher wir verwenden. Das wird keine Auswirkungen haben für die Errungenschaft mit dem. Ich muss mal ganz kurz leider zu switchen. Moment, weil ich jetzt, wie gesagt, alles nochmal neu aufnehmen musste. Es gibt noch die Möglichkeit, die Errungenschaft mit dem Wasser zu machen. Nicht auskippen. Dafür nehmen wir den großen Becher. Nehmen uns auch irgendeinen Tee. Wir können nehmen, was wir wollen. So, Deckel auf. Löffel. Dann dahin, bis das Symbol kommt. So, das haben wir. Dann nehmen wir das da mal rein. So. Ich habe das übrigens auch mit dem Becher hinbekommen beim ersten Mal. Aber gerade wenn man sich nicht sicher ist, dann kann man auch den anderen nehmen. Also, Trick 17 ist, den Wasserkocher so nah wie möglich an den Becher zu halten, dass er in diese Kante verschwindet und dann vorsichtig reingekippt wird. Ganz vorsichtig. Ne? So. Dann kann man die Errungenschaft machen. Wenn man sich nicht sicher ist, dann kann man auch ein bisschen näher ran, ist aber zu nah, dann könnte halt rauskippen. Gut, dann gehen wir jetzt mal nach oben. Wieder eine Nachricht. Da haben wir den Schlüssel. Jetzt ist ja die Nora groß geworden. Jetzt kommt sie auch an den Schlüssel, also da an den Schlüssel ran. Gut, und das gleiche Also. Spiel wieder mit dem Schloss. Na, versuchen den Schlüssel dahin zu bekommen. Das Problem ist, das ist echt manchmal nicht einfach. Manchmal klappt es sofort und manchmal braucht man echt ein paar Versuche. Das ist funktioniert. So. Gleich werden wir feststellen, dass es kein Horrorspiel ist. Ich wollte Horrorfilm sagen, weil der Dachboden tatsächlich eine positive Überraschung beinhaltet, anstatt eine sehr böse.
An dieser Stelle wäre jetzt ein Brief, den haben wir vorhin zwar schon eingesammelt, da ich sonst wieder komplett alles von vorne starten müsste, ist der Brief natürlich jetzt nicht dabei, aber den haben wir eingesammelt. Also genau bei diesem Regal wäre der. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass es jetzt abgestürzt ist und ich hoffe, es passiert gleich nicht wieder. Aber naja, ich wollte nochmal darauf hinweisen. So, jetzt haben wir hier eigentlich ein Gerät, das gucken wir uns an. Wenn man den Code nicht weiß, kann man das auch testen, indem man schaut, welche Farben rot und welche grün sind. Das wird dann quasi angezeigt. Jetzt muss ich gerade selber nochmal... Sowas. 7245 war das. Und damit holen wir dann den Zug da wieder raus. So, jetzt können wir nämlich auch Klänge aufnehmen, denn... Da. So. So. Und dann lauschen. Ja. Wenn Kinder neugierig sind. So, da wir das Kapitel neu starten mussten, beziehungsweise die Aufnahme nochmal neu gemacht werden musste, wegen Absturz. Hier wäre jetzt eine Kassette, hier wäre jetzt ein Sticker. Na, also, ich kann es mal kurz zeigen mit dem Sticker. Hier sieht man das ja jetzt und die Galerie. Das wäre der Sticker und der Sticker, den man hier oben findet. Entschuldigung. Und wie gesagt, da wäre noch ein Tape hier vorne. Das wäre das hier. Die grandiose Reporterin, das man finden wird. Das hören wir uns gleich unten auch an. Und wie gesagt, wir werden jetzt hier mal raufklicken. Wow. Denn jetzt bekommt Mimi quasi die Möglichkeit, Sounds aufzunehmen. Das wäre dann für die Errungenschaften mit dem 2 Klänge aufnehmen, 8 Klänge aufnehmen, 14 Klänge. Das sind 3 Errungenschaften, die man machen kann. Und ich zeige auch gleich, wie man sie aufnehmen könnte. Ist ja ganz interessant hier gemacht. Also, wir halten drauf. Und immer wenn wir einen Sound erwischt haben, kommt eine Kassette. Und da, wo die Augen sind, also da, wo man fotografieren könnte, kann man im Prinzip auch... So, jetzt machen wir nochmal eine Aufnahme von dem Ort. So, Achtung, Blitz. Ne? Also da, wo dieses Auge auftaucht, bei dem Fluss, bei der Klippe und so weiter, dort kann man im Endeffekt jedes Mal Sounds und Bilder aufnehmen. Super! Oh, tut mir leid, die Tür stand offen und... Ist schon gut. Dieser Ort ist ein sehr besonderer Ort. Dein Großvater und ich haben ihn genutzt, um uns auszuleben. Seit er verstorben ist, habe ich ihn für mich behalten. Er ist wie eine Art Tempel, wenn du weißt, was ich meine. Es ist nicht gut, das zu tun, vermute ich. Orte, Objekte, sie sollten viele Leben haben. Genau wie dieser Kassettenrekorder, den du gefunden hast. Ich hätte fragen sollen. Vielleicht, aber jetzt gehört er dir. Kommst du mit runter und reparierst mit mir das Kajak? Ja! Orte,
Objekte sollten viele Leben haben. So, jetzt werden wir das Kajak reparieren. Vorher müssen wir aber nochmal auf Klo, ne? Bevor wir gleich damit weitermachen, weil sonst kommen wir nicht mehr nach oben. Auch wenn jetzt bei mir das quasi unterbrochen ist mit der Reihenfolge, ich habe es ja zum Glück schon gemacht. Und ich habe gerade nachgeguckt, wie die Zweierfolge ganz am Anfang heißen, mit dem einmal das im Dunkeln die Zimmer angucken. Es ist nämlich schwarz, die frohe Farbe. Und das mit der Familie, eine liebevolle Familie, zeichne Mama und Papa beim Händchen halten. Das sind die beiden Errungenschaften ganz am Anfang. Ich habe sie vorhin ein bisschen falsch benannt, beziehungsweise den einen falsch benannt. Hier nochmal die Korrektur. Ich werde es aber nochmal in der Infobox eintragen. So, wir haben jetzt natürlich brav, auch wenn, wie gesagt, unsere Reihenfolge jetzt kaputt ist, wie im Absturz, haben wir das jetzt fertig gemacht. Es lohnt sich halt immer nochmal nachzugucken, weil manchmal, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, hier müsste, glaube ich, noch ein Tape auftauchen, aber da bin ich mir jetzt echt nicht hundertprozentig sicher. So, also wir haben jetzt hier alles soweit untersucht. Wir hatten jetzt hier nichts mehr. Das heißt, wir können jetzt zum Kajak gehen und hoffentlich stürzt es jetzt nicht wieder ab. Jetzt hoffen wir das mal. Ich gucke noch mal ganz kurz, ob wir hier noch einen Sticker haben. Einer würde jetzt noch fehlen, aber wie gesagt, wenn jemand die Errungenschaft fertig machen möchte, dann kann man das auch tatsächlich noch mal nachträglich machen. So hat man das Problem nicht, dass dann irgendwie was, ne, mit den Wörtern und so weiter alles in einem Zug gemacht werden muss. Gut, wir haben jetzt hier noch mal das Auge. Das heißt, wir werden jetzt noch mal ein paar Klänge aufnehmen. Unter anderem würden wir einen bei der Burg finden, wenn ich das richtig im Sinn habe. Na. Machen wir erstmal da. Also da unten einmal. Da ist der Sound. Dann war da, ich glaube, da oben. Also zumindest dort bei dem Dorf ist eins. So, und jetzt fehlt mir aber noch ein dritter. Ja. Findet er gerade nicht. Ich guck mal kurz da. Ach, dann war der da. Okay. Dann war der nicht bei der Burg, sondern dort. Also man hat hier unten den Punkt, die Stadt da hinten, also die Häuser da hinten und das eine Haus da vorne. Gut, dann haben wir das und ne, machen wir nochmal brav unsere Kamera, damit wir eine Aufnahme haben. Achtung, Blitzlicht. So. Nee, wir wollen jetzt weiter. Gut, dann gehen wir jetzt mal zurück. Ich glaube, im Kapitel 6 ist hier nochmal ein Sticker. Da werden wir aber eh noch hoffentlich ankommen, wenn nicht wieder alles abstürzt. Wir gucken einfach mal. Wir schauen mal. So, also, wir laufen jetzt mal runter. Ne? Ach nein, wir müssen ja erst... Oh Gott, ich bin schon weiter. Wir müssen ja erstmal reparieren. Ich war ein Stück zu weit. Ich sag ja, das war echt ein bisschen ungünstig mit dem Absturz. Ich wollte doch eigentlich erstmal nur gucken. So, wir müssen nämlich jetzt erstmal in die Höhle. So. Dann wäre nämlich jetzt, ich meine, hier ein Tape und hier ein ein Sticker. So. Nämlich, Sticker. Galerie. Das hier wäre nämlich hier noch in der Höhle. So. Und hier haben wir noch ein Wort. Das nehmen wir mit. Und dann machen wir uns mal an das Reparieren. Profi-like natürlich. So, wir drehen das. Gehen wir an die Stelle. Wir haben Kleber. Also. Nimm das Teil, das passende. Okay. Dann machen wir das nächste. Also. Das. Okay. So. Haben wir hier noch den Kleber. Und okay. Schuppidup, es ist fertig. Jetzt muss aber noch schick gemacht werden, weil so können wir uns ja nicht aufs Wasser wagen. Das geht ja mal gar nicht.
Deswegen wird es noch einen Anstrich bekommen. Und dann bemalen wir das noch. Einmal hier eintauchen, einmal schön ordentlich durch. So, 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 so. Ja. Und quasi eine Signatur. Darf nicht fehlen. Wir werden jetzt nämlich nicht zum Haus zurückgekommen, deswegen mit dem Klo war es gut, dass man es vorher gemacht hatte. Jetzt haben wir aber an der Stelle noch, auch wenn ich das jetzt vorhin einmal gemacht habe, und ich glaube, das ist schon, bei nee, mit den Sounds ging es ja. Also, wir haben an der Stelle jetzt noch die Möglichkeit, Sounds aufzunehmen. Das machen wir jetzt auch mal. So. Aber anscheinend habe ich das schon aufgenommen. Deswegen ist es schon weg. Ja, also die werden jetzt hier so der Heißluftballon, die, der Wasserfall. Und eigentlich glaube ich, die Vögelchen wären auch noch drin, aber bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. So, also hier wären auch so drei Sounds vorhanden. Das muss man aber dann nochmal gucken. Wie gesagt, ich musste leider jetzt das nochmal starten und daher wird es nicht mehr, wird's nicht mehr angezeigt. Was ja nicht schlimm ist. Wie gesagt, ich habe ja nochmal drauf hingewiesen. Gut, dann wollen wir mal los paddeln. Wir haben ja noch unser kleines Picknick vor uns. Na, komm, rüber. Rüber, rüber, rüber. Muss ich hier nochmal ganz kurz gucken. Na, vorsichtshalber. Dann gehen wir mal los. Und jetzt kommt so mitunter einer der schönsten Stellen in diesem Spiel, vom Optischen. Und ich sage ja immer, das ist ganz, also ganz Zeit schon, das ist sehr, sehr malerisch. Und ich finde es so unfassbar schön hier. Halt, als ob man in einem Buch rumpaddeln würde. Einfach nur schön. So, und ich hoffe, an der Stelle stürzt es jetzt nicht wieder ab. Gut, wir sind da. Wupp, 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 wupp. Wettervorhersage für den Südwesten. In den nächsten Tagen bleibt es heiß und sonnig mit Temperaturen bis zu 36 Grad Celsius. Genießen Sie das schöne Wetter, da das Tiefdruckgebiet über England schon auf uns zusteuert. Ah, das tut gut. Oh, richtig, das tut gut. So, Mimi hat aber noch keine Lust zu schlafen, weil sie möchte ja entdecken, ne? Und dementsprechend heben wir das eine Beinchen, heben wir das andere Beinchen und heben Mimi hoch. So, an der Stelle sind wir leider abgestürzt. Beim Korb, wo man ihn gerade sieht, wäre nämlich noch ein Sticker, den man einsammeln kann, sobald nämlich die Decke weggeweht ist. Und wir gleich mal ein bisschen schwimmen müssen. Aber wie gesagt, leider ist mir genau an dem Punkt das abgestürzt und ich hoffe, es funktioniert jetzt. Also hier wäre theoretisch der Sticker. So, jetzt bringen wir das Körbchen. Aber scheinbar geht das jetzt wieder. Und jetzt müssen wir aber schwimmen gehen, weil die Sachen alle natürlich im Wasser gelandet sind. So, einmal das. Hier gibt es noch einen Sticker, der etwas versteckt ist und der, auf den man, glaube ich, also hätte ich das nicht nachgeschaut, ich hätte ihn nicht gefunden. Weil ich habe tatsächlich sehr gesucht und ich habe ihn wirklich nicht gefunden. Also, an der Stelle ist nämlich ein Sticker versteckt. Wir sehen eigentlich die Sachen, die wir suchen sollen, anhand dieser Kreise. Das können wir gerade mal hier machen, weil der ja eh gerade ist. So, so.
noch eine Münze. Die Münze nehmen wir nochmal mit. So. Ich schnell wieder hoch. Gut, und hier hinten, jetzt kommt gleich das Symbol, sieht man einen Sticker. Er ist wirklich super gut versteckt gewesen, sodass da er tatsächlich mich auffiel, ein kleines Fröschlein. So, der nächste. Nee, das geht nicht. Sammel deinen Löffel. Ich habe ja auch echt tatsächlich alles abgesucht, aber ich bin nicht darauf gekommen, an diesem Stein zu gucken. So, gleich müsste der nächste Kreisel auftauchen. Da ist er schon. Na? So, wir haben alles beisammen. Dann gehen wir mal zu Nora zurück. Mimi, was ist los? Ich glaube, ich habe was im Wald gesehen. Darf ich mal nachsehen? Das war bestimmt nur eine Katze. Aber mach ruhig, kein Problem. Amüsier dich. Mach ich. Danke. Gut, aber dafür müssen wir uns umziehen, weil so klettern ist nicht so gut. Funktioniert nicht so gut. Dann laufen wir mal hinterher. Ist auch übrigens das längste Kapitel. Ne? Also... So, hier wäre eigentlich auch nochmal ein Wort, wenn ich das richtig im Sinn habe. So, wir haben hier nämlich ganz, ganz viele Wörter, die wir finden können. So, warte mal, komm mal hier. Jetzt. Ich bin doch schon drauf. Warum gehst du nicht rauf? Hm? Jetzt. So, wir haben jetzt hier ganz, ganz viele Wörter, die wir einsammeln können, die wir sammeln können. Ein Wort ist ein bisschen tricky, das werde ich aber auch gleich nochmal erklären. Beziehungsweise eins ist versteckt, sodass man es wirklich auch übersehen kann. Und das ist mir passiert, weil ich nicht wusste, dass da überhaupt eins ist. Aber das gucken wir uns gleich mal an. Also, wir laufen jetzt erstmal hier hoch und sammeln nebenbei die ganzen Wörter ein. Man kann auch übrigens teilweise über die, also die Landschaft angucken von den Rändern aus. Dann sieht man auch wieder, wie schön dieses Spiel ist. So, jetzt einmal hier runter. So. Da ist nämlich auch eins versteckt. Ich sag ja, es ist einfach nur schön. Also wirklich sehr, sehr schön. Dann geht's weiter, weil wir sind ja noch längst nicht oben angekommen. So, wir müssen aber einmal hier runter tatsächlich, weil da ist ein Wort versteckt. Und ich muss zugeben, ich hätte es nicht gefunden. Hätte ich das nicht woanders gesehen, ich hätte das Wort echt nicht gefunden. So, dann haben wir hier nochmal das nächste. So. Dann haben wir ganz, ganz viele Wörter für unsere Mappe. Hier kann man dann runtergucken. So.
Zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert. Also wieder nach oben. So, und wenn es da ist, dann schnappen wir uns das. Schwingen uns rüber. Holen uns das nächste Wort. So, dann geht's noch höher. So, hier ist der Punkt, man muss sich hier nah ranstellen, an den Rand, und kann das Wort dann einsammeln. Geht man nämlich an die Seite und will das Wort einsammeln, funktioniert das nämlich nicht. Aber, und das Problem ist, man kann nicht mehr zurück. Also, wenn das, ne? Wenn man einmal nach oben geklettert ist, ist das Wort weg. Wow! Wunderschön! Ich sollte ein Foto machen. Was machst du da? Das ist mein Platz. Keiner darf hier hin. Du bist der Dieb vom Markt. Ich bin kein Dieb. Sag das nie wieder. Ich leih mir nur Sachen aus. Leihen? Aber das ist doch kein... Ich bring die Sachen zurück und eine Entschädigung, wenn ich Culobres Schatz finde. Culobre? Ein riesiger Drache. Er schläft auf dem Grund der Dordogne. Und er bewacht einen großen Schatz. Groß genug, um die Leute am Markt zu bezahlen? Groß genug, dass jeder mich mag. Wirst schon sehen. Brauchst du Hilfe? Also bei der Schatzsuche? Hilfe? Du bist aus der Stadt, oder? Wie soll mir ein Stadtmädchen helfen, Culobre zu finden? Ich bin eine Entdeckerin. Du bist ja lustig. Doch, ich bin eine Entdeckerin. Wie wäre ich sonst hier hochgeklettert? Na gut. Gut. Vielleicht muss ich dich testen. Testen? Da ist ein Rätsel drin. Finde die Lösung. Dann entscheide ich, ob ich dir trauen kann, Stadtmädchen. Aber zuerst fang! Alles in Ordnung? Keine Sorge, alles gut. Was ist los mit ihm? Er ist weg. Wir treffen uns morgen in meiner Geheimhöhle, wenn du mein Rätsel löst. Dem zeige ich's. Ich bin eine Entdeckerin. So. Dann müssen wir uns einmal umziehen, weil wir natürlich nochmal schwimmen müssen. Wir haben übrigens 3 Punkte, die wir benutzen können. Ja. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz was gucken. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob hier nicht noch etwas... Nee, da zieht sie sich um. Na gut. So, dann kann man hier reinplanschen. Dann werden wir jetzt mal zurückgehen, denn wir wollen ja wissen, wo genau oder was genau das für ein Rätsel ist. Und wir wollen uns als Abenteurerin und Entdeckerin beweisen. Thank you.
wir sagen ihr natürlich nicht, dass es gefährlich war. Wir müssen aber noch mal was tun, bevor wir uns ausruhen dürfen. Sieht man auch noch mal die andere Seite, also den Rückweg sozusagen. So, wir sind angekommen. Jetzt werden wir natürlich erstmal inspizieren, was wir da hier haben. Also. Einmal Anweisung. Dann Aufkleber. Dann eine Karte, denn da müssen die Aufkleber rauf. So, das heißt einmal das dahin, das dahin. Okay. Das dahin, okay. Das, ne? Dahin, okay. Das dahin, okay. Das dahin, okay. Und das dahin. Okay. Steine fliegen nicht. Müssen wir als erstes verbinden. Steine fliegen nicht. Jenseits der Brücke findest du mein Haus. So und so. Und da in der Mitte ist es. Hier ist es. Gut, wir geben jetzt dem Dieb Bescheid. Wir müssen jetzt nach oben krapseln. Übrigens gerade wieder eine Stelle, die unglaublich schön ist, wenn man es alles aufgedeckt hat. Das kann ich nur sagen. So, wir müssen mal zielen. Also einmal dahin. So. Gut, wir haben jetzt im Prinzip, machen wir eine neue Seite, einen Sticker und diesmal einen Frosch, so, und hier sieht man, wir haben alle Wörter zusammenbekommen. Dann nehmen wir das einmal und den Sound machen wir dazu. Dann nehmen wir das hier. Das passt. Fertig. So,
Theoretisch sind wir jetzt in Kapitel 5 angekommen, aber an der Stelle mache ich ja wieder das Video aus. Das heißt, wir werden uns dann im nächsten Video sehen, nämlich in Kapitel 5. Und hoffentlich stürzt es nicht ab. Aber es hat jetzt geklappt mit Kapitel 4 und da bin ich schon mal froh drüber. Deswegen, wie gesagt, werden wir dann im nächsten Kapitel uns wiedersehen. Oder beziehungsweise im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.